Zeig uns dein Depot, diesmal mit einem Globetrotter. Wer errät denn gerade, in welcher Stadt sich unser heutiger Gast befindet? 3, 2, 1, schreibt es mal hier drunter. Ansonsten, Alex, zeig dich doch mal. Wir haben heute das Vergnügen mit Alexander Fischer, Dividendenalarm oder auch ganz klar reich mit Plan. Ich bin gespannt, wie dieser Plan denn genau aussieht, was du uns so mitteilen kannst. Und es freut mich, dass wir das technisch hingekriegt haben, oh Wunder, Internet, mit Thailand heute eine Schalte zu machen. Hi Alex. Hallo, ich grüße euch aus Bangkok. Jetzt hast du ja schon mal beraten. Okay, stell dich doch vielleicht mal ganz kurz an all diejenigen vor, die komischerweise dich noch nicht kennen. Muss ich ehrlich sagen, wer sich mit Finanzen beschäftigt, das nicht tut. Du bist schon sehr, sehr lange dabei in der ganzen Geschichte. Der hat schon einiges verpasst. Sprech doch mal ein paar Worte über dich und was suchst du überhaupt in Bangkok aktuell? Was ich suche, ist schon mal gut, ja. Also ich bin Finanzblogger seit 2009 und ich glaube, Tim Schäfer hat vor mir angefangen und ja, das war 2008. Seit 2009 blogge ich auf meinem Blog reichmitplan.de und seit 2015 verfolge ich eine eigene Dividendenstrategie, die eine bestimmte Vorgehensweise hat von A bis Z und in jeder Marktphase weiß ich praktisch, was zu tun ist. Und ja, seit 2018 sind wir nicht mehr in Deutschland gemeldet und reisen seitdem dauerhaft durch die Welt, ja, wie man es will. Wir reisen sehr langsam. Wir sind jetzt aktuell in Bangkok und sitzen hier in Quarantäne. Die ist in Thailand bei Einreise verpflichtend und ja, in 2 Tagen können wir raus und dann fliegen wir auf Koh Phangan, auf die Insel Koh Phangan und bleiben dort erstmal die nächsten Monate hier in Thailand, bis sich alles irgendwie wieder beruhigt. Heißt das aber auch, deine Anlagestrategie geht natürlich auf die Idee zurück, dass du halt laufend irgendwo Erträge brauchst. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weil natürlich Dividenden für dich eine wichtige Einnahmequelle nebenher sind und dass du auch da sehr dividendenorientiert unterwegs bist, oder? Korrekt. Also bei mir ist alles auf Ertrag ausgerichtet, ob im Business oder auch bei der Kapitalanlage. Deswegen spielen Dividenden für mich eine große Rolle. Und ich habe auch bis auf 4 Werte eigentlich nur ertragsausschüttende Werte im Depot. Dann lass uns doch mal genau da gleich einsteigen. Du hast uns dankenswerterweise eine schöne Präsi vorbereitet, wo wir auch ein bisschen auf Einzelwerte eingehen, was wir jetzt ja endlich genauer dürfen. Das freut mich sehr gut. Erstmal natürlich das wichtigste Disclaimer, dass natürlich nichts, was irgendwie hier von dir heute kommt, eine steuerliche Beratung, eine Anlageberatung ist, du natürlich auch in gewissem Maße selbst investiert bist. Also auch da natürlich, jedem muss klar sein, wenn du eine Aktie ansprichst, die du selber hast, hast du ein Eigeninteresse, dass es der Aktie gut geht. Andererseits natürlich auch an alle, es macht wahrscheinlich wenig Sinn, das 100%ig 1:1 heute nachzubauen, weil er einfach nicht mehr die Einstiegskurse bekommt, die Alex damals erreicht hat. Und darum das Ganze als Idee sehen, als Vorschlag sehen, als eine Möglichkeit, wie man vielleicht das Depot ausbauen kann oder einen Teil des Depots und einfach nicht blind hinterherrennen. Das bringt einfach nie irgendwas. Und das soll es mit dem Disclaimer eigentlich gewesen sein. Den müssen wir einfach immer bringen. Aber ich glaube, dafür kriegt ihr jetzt im Nachhinein relativ viel Informationen. Von dir haben wir gerade schon einiges gehört. Deswegen würde ich mir erlauben, das auch mal kurz zu überspringen. Du hast ja schon gesagt, 20 Jahre bist du schon dabei. Also wahrscheinlich mehr als viele hier an der Börse oder vielleicht sogar leben. Und deine Ansätze, vielleicht möchtest du mal ganz kurz zusammenfassen, was da dahinter steckt. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, für mich stehen ertragsorientierte Investments im Vordergrund. Deswegen konzentriere ich mich auf Dividendenaktien. Ich finde, mit Dividendenaktien kann man in der Breite wirklich fast jedes Thema abbilden. Ob Lebensmittel, Immobilien, Automobil, also egal wo, es gibt immer irgendwo Aktien, die mit Dividenden arbeiten. Und da kann man also jedes Thema abdecken. Für mich ist wichtig, dass ich mich grundsätzlich auf Unterbewertung fokussiere. Das heißt, der Markt sollte bei mir günstig sein und die Werte, die ich kaufe, sollten auch günstig sein. Und dadurch entsteht bei mir ein Ampelsystem, einmal der Indikator, der muss auf grün stehen und einzelne Signale bei Aktien sollten auch auf grün stehen. Und wenn doppelgrün ist, dann kannst du praktisch durchstarten. Und ja, wichtig ist für mich, wenn du noch kurz zurückgehst, weil ich habe auch Dividendenaristokraten im Depot, aber viel wichtiger finde ich Dividendenkontinuität. Das heißt, viele, viele Jahre keine Dividendenkürzung. Damit assoziiere ich einfach mal, dass da das Unternehmen einfach gut fährt in den vergangenen Jahren und Krisen und damit auch in Zukunft ich verlässliche Erträge habe. Und das, was viele auch ein Problem haben, wenig Zeit, die gehen ja alle arbeiten. Ich meine, ich mache auch ein bisschen was, aber ich habe keine Lust, jeden Tag am Rechner zu sitzen. Oh, jetzt hast du mich hier voll bewegt. Ich habe jetzt keine Lust, am Rechner zu sitzen. Das heißt, meine Strategie ist so ausgelegt, dass ich einmal in der Woche mich hinsetze, meine Werte screene und dann entscheide, mache ich was oder mache ich nicht. Also ich finde, so 1 Stunde in der Woche reicht mir vollkommen aus und die meiste Zeit mache ich eigentlich nichts. Mein Ziel ist es,
besser als die Bench zu sein. Da komme ich später noch zu mit ein paar Vergleichswerten. Jetzt ist die Frage, womit vergleiche ich mich? Eigentlich mit Dividenden-ETFs, weil die ungefähr das abbilden, was ich mache. Also Geld investieren in Dividenden-Aktien-Portfolio, sage ich mal, und dann vergleichen, wie dort die Performance ist. Ich vergleiche mich aber auch mit DAX und anderen Indizes, wobei ich das nicht als richtige Vergleichsform sehe, weil ich kann jetzt mein ganzes Geld in den DAX reinpumpen und ich habe dann halt keine wirkliche Ertragsbasis. Genau, und solange ich die Benchmark schlage, also immer unter den Top 3 bin, fühle ich mich am wohlsten. Und ich würde sagen, der letzte Punkt, antizyklisches Vorgehen, man muss ein bisschen was anders machen, wie alle machen. Und dann funktioniert es, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Jetzt mal dabei, ich habe gerade schon mal einen kleinen Spoiler gebracht, die Fakten zu deinem Depot, wie viele Werte sind da drin, wie häufig kaufst du was, wie häufig verkaufst du was. Wir werden auch nachher mal darauf zugehen, warum hast du zum Beispiel vor kurzem eine recht große bekannte Aktie verkauft, da bin ich auch gespannt auf die Story. Das heißt also insgesamt sieht ja das Ganze bei dir momentan so aus. Genau, ich habe 68 Aktien, 22 Themen und Branchen innerhalb dieser Aktie, die unterschiedlich verteilt. Ein Beispiel ist zum Beispiel Immobilien. Also dadurch, dass du mit Immobilienaktien arbeitest oder REITs, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, kannst du in unterschiedlichste Themen investieren und du kannst den Anteil deines Depots, sagen wir mal, auf 7,25% festlegen und hast dann praktisch kein Klumpenrisiko, als wenn ich mir jetzt hier ein Mehrfamilienhaus hole oder irgendwas anderes eigenes. Ja, das ist für mich wichtig. Mhm. Dividendenzahltage sind für viele mal sehr wichtig. Mich interessieren die eigentlich nicht so, weil die auch nicht viel aussagen. Und ja, 12 Aristokraten habe ich erst. Da werden bestimmt noch mal ein paar mehr dazukommen. 4 Werte zahlen aktuell keine Dividende, zum Beispiel Disney oder auch RTL. Aber da gehe ich davon aus, dass die bei Zeiten auch wieder anfangen und an mich denken. Und im Moment versuche ich mein Depot noch ein bisschen zu streuen im Cash-Bereich mit Peer-to-Peer und Krypto. Da bin ich momentan nicht investiert. Und ich habe noch einige Optionsscheine, womit ich meine Dividendenaktien, die ich für lukrativ halte, praktisch nochmal heble. Also da gibt es nochmal die Möglichkeit, im kleinen Investment dort zusätzliche Performance rauszuholen. Mhm. Und letztes Jahr war ja so ein besonderes Jahr für viele. Bei mir gab es 37 Kauftransaktionen und 8 Werte habe ich sogar verkauft im letzten Jahr. Heißt es also, du bist dann letztes Jahr schon aktiv in den Markt eingestiegen, im fallenden Markt, hast dich da getraut reinzugehen, hast du da irgendwie einen Anhaltspunkt, wo du sagst, jetzt traue ich mich, oder hast du einfach gesagt, in Tranchen, ich weiß nie, wann es zu Ende ist mit dem fallenden Markt, aber ich merke schon, wir übertreiben, das macht die Börse gern nach oben als auch nach unten, und bist dann stückchenweise investiert beim fallenden, unten und steigenden Markt, oder hast du gesagt, genau an dem Datum, all in? Also ich habe einige Werte am Anfang des Jahres noch gekauft, bevor der große Crash kam. Dann kam der, ich weiß, keine Ahnung, da dauerte eine Woche, da war ja alles schon erledigt. Da habe ich mich dann zurückgehalten. Auch in der anfänglichen V-förmigen Erholung habe ich mich weiter zurückgehalten. Ich habe, also es war für mich auch eine ganz besondere Krise, weil ja keiner wusste, können die Firmen überleben, können sie Geschäftsmodell fortführen. Viele haben Dividenden gestrichen, da wollte man erstmal nicht irgendwo Geld reinwerfen. Da habe ich in der Tat länger gewartet, weil ich wollte von den Unternehmen hören, also von den Quartalszahlen, von den CEOs, wie sie damit umgehen, kommen sie damit klar, ist alles im grünen Bereich. Und als das dann so begonnen hat, bin ich sukzessive wieder eingestiegen und es ging dann bis in den Herbst hinein. Und dann habe ich irgendwann noch wieder aufgehört, weil dann auch der Markt, weiß ja selber, es war wie ein V, wir stehen wieder vor Corona-Hochs, da war einfach der Drops schon gelutscht. Ja, da haben wir jetzt hier mal deine Entwicklung, die du uns einmal zugeschickt hast, oder beziehungsweise deine Zusammensetzung vom Portfolio. Man sieht ja wirklich, du bist in allen Branchen unterwegs. Man sieht aber auch dann ein paar Beispielaktien mal, da wird man nachher noch auf ein paar größere eingehen. War das von vornherein immer schon klar, dass die Aufteilung genauso aussehen wird, oder hast du so ein bisschen, ja, Prozent links, Prozent rechts, du bist nicht die ganze Zeit am Rebalancieren und schiebst Aktien von A nach B zurück? Nee, gar nicht. Ich versuche, eine gute Mischung für eine Branche zu nehmen. Und wenn zum Beispiel gute Cashflows kommen und die Unternehmen verlässlich zahlen, dann gewichte ich die wahrscheinlich ein bisschen größer. Da sehe ich zum Beispiel Telekom und IT hoch. Finanzen, Banken und Versicherungen, die leiden ja irgendwie mit jeder Krise. Die sind bei mir eben untergewichtet. Und ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Öl zum Beispiel hat sich ja halbiert oder mehr als halbiert. War ja, glaube ich, teilweise 60-70% Verluste. Das war ursprünglich meine größte Position. Die hat halt jetzt noch das größte Potenzial aufzuholen. Edelmetalle sind sehr gut gelaufen in den letzten Jahren. Da hatte ich anfänglich nur
ich weiß gar nicht, 7% oder 6%, die wachsen einfach, ohne dass ich sie zukaufe. Da habe ich jetzt schon länger nichts mehr gekauft. 15% Anteil im Gesamtdepot finde ich absolut in Ordnung, lasse ich auch so stehen. Und insgesamt habe ich jetzt hier versucht, ein paar Rubriken zusammenzufassen. Bei Industrie sind die meisten drin, das sind Chemie, Automobil drin und sowas alles. Weil das sind dann oft doch zyklische Branchen, da will ich auch nicht so viele im Depot haben. Immobilien ist ja heute, wo wir es aufnehmen, ein bisschen höher geworden. Da hat der Dick Asset Zahlen geliefert, waren ja sehr gut. Aber im Grunde habe ich so eine Sollverteilung. Und wenn dann der Markt mal in einer Kaufphase oder Verkaufsphase ist, dann versuche ich diese Sollwerte mit den Istwerten wieder ein bisschen auszugleichen. Das mache ich nicht immer, nur weil jetzt bei Immobilien zum Beispiel 7% steht und ich möchte aber nur 5% haben, dann verkaufe ich jetzt nicht blind 2%, sondern irgendwann wird sich das wieder einpegeln. Und kaufen tue ich dann die zurückhängen. Heißt es aber, du hast irgendwo so eine maximale Obergrenze, wo du sagst, aber mehr als 20% in einer Branche möchte ich nicht? Oder hast du hinter jeder Branche so eine Range stehen, wo du sagst, von bis möchte ich? Und erst wenn wir darüber hinausgehen, entweder ich bespare die anderen stärker oder ich muss vielleicht doch mal die Reißleine ziehen und verkaufen Teil. Genau, also verkaufen tue ich grundsätzlich nur Aktien, wenn entweder das Geschäftsmodell sich ändert oder sie Dividende streichen und absehbar ist, dass es auf Zeiten nicht mehr wiederkommt. Da habe ich eigentlich nur eine Aktie, über die ich mich mal Gedanken machen muss. Ansonsten verkaufe ich eigentlich keine Werte, weil wenn jetzt zum Beispiel das Beispiel mit Industrie 9% und jetzt kann sein, dass ich als Vorgabe 5% habe, dann weiß ich, es ist jetzt schon 4% zu viel drin und das gleiche ich entweder aus, indem ich dort mal einen teuren Wert verkaufe oder andere Branchen einfach nachkaufe, dann reguliert sich das auch wieder. Also du nutzt dann quasi deinen Cashflow von Dividenden, um das Rebalancing vorzunehmen und haust nicht alles in Bangkok im Massagestudio und beim leckeren Essen raus. Ja, die kostet ja auch nichts hier. Okay, bei mir ist schon ein Weilchen her, dass ich dort war, deswegen, ich habe vorhin zu dir gesagt, den Turm da hinten, den kenne ich. Ich habe mich einmal in Bangkok nachts um 2 verlaufen und wusste nicht mehr, wie mein Hotel heißt und bin mit meiner Frau dann 4 Stunden durch Bangkok nachts geirrt, weil wir mussten irgendwo in dem Hotel, da haben wir gewohnt, sind, ja, egal, anderes Thema. Gut, ich habe ja schon versprochen. Aber da reden die heute noch von. Hahaha, der verzweifelte Tourist, der bettelt irgendwo in der Ecke saß. Okay, ich habe ja auch versprochen, wir gehen mal ein bisschen so auf deine letzten Transaktionen ein. Und da haben wir ja gerade mal die letzten 2 Kauf- und Verkäufe, die hier drinstehen, wo ich einfach mal gerne wissen würde, wo wir mal drüber sprechen wollten, wieso, weshalb, warum. Was bewegt dich dazu? Du hast ja schon gesagt, da muss schon wirklich was Größeres nicht stimmen, damit du verkaufst. Deswegen ist für mich persönlich eigentlich der Verkauf von McDonald's interessanter in dem Fall als der Nachkauf von Fresenius. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu den Werten, zu deinen Entscheidungen mal sagen. Also der erste Punkt ist schon mal, du hast es gerade gesagt, da muss irgendwas nicht stimmen und das verkaufe ich. Das war jetzt ein Beispiel, warum ich ein Unternehmen zum Beispiel verkaufe. Aber grundsätzlich möchte ich eigentlich ein Unternehmen verkaufen, was mir teuer erscheint, was von der Bewertung her wirklich außerordentlich hoch ist. Und deswegen habe ich McDonald's verkauft, weil es McDonald's super gut geht. McDonald's ist Gewinner der Krise. Die haben sich in den letzten Jahren gewandelt hin zu ihren Franchise-Nehmern. Also die haben das extrem ausgebaut. Die machen ja praktisch nur noch Lizenz- und Immobiliengeschäft. Und deswegen war für mich ein Niveau erreicht, Stand heute, immer noch nicht überschritten. Also du siehst ja, 29. Oktober, da war mein Stopp, der ausgelöst wurde. Seitdem habe ich keine McDonald's-Aktie mehr. Das ist jetzt ein bisschen schade. Aber irgendwann wird die Aktie auch wieder bei mir eine grüne Ampel haben, so wie bei Fresenius. Und dann werde ich die auch wieder kaufen. Aber es ist eben keine Wolke am Himmel. Keine Probleme für McDonald's, gerade durch die Lockdowns profitieren sie auch durch Lieferservice und. Und deswegen war für mich ein Limit erreicht und man kann sich da die KGVs und andere Bewertungskennziffern angucken, gerade im historischen Vergleich, die stehen da auf Niveaus, wo sie schon ewig nicht mehr gestanden haben. Ja? Und das ist für mich dann oft die Chance, die ich dann nehme und dann nehme ich meine Gewinne mit. Ich habe die Aktie seit 2000, ich weiß es nicht auswendig, schon viele Jahre im Depot. Habe auch viele Jahre Dividende kassiert, auch Dividendenanhebung. Und jetzt ist sie einfach reif. Wie so ein Apfel auf einer Plantage, also ein Apfelbaum. Nur weil der Apfel schön aussieht und reif ist, mussten wir ja trotzdem irgendwann mal ernten. So, und wenn wir ihn geerntet haben, habe ich halt Cash. Und mit dem Cash versuche ich dann, die Unternehmen zu finden, die genauso, wo du den kleinen Samen hast, wo du die ihn siehst, weil sie eben unterbewertet sind, historisch gesehen. Und da hat sich Fresenius angegeben, jetzt Anfang Februar, der Wert liegt immer noch unter dem, wo wir heute stehen. Ich glaube, wir sind bei über 35 Euro. Und ich sehe das alles langfristig. Also ich gehe davon aus, dass Fresenius in den nächsten 5, 6, 7 Jahren auch wieder alte Höchstwerte bei 70 Euro erreicht. Das heißt, wir sind ja bei 100% plus Dividende.
Und guck mal, wenn du das in 5 Jahren schaffst, dann kannst du ausrechnen, Minimum 20% plus X pro Jahr. Also das Risiko nach unten ist für mich deutlich geringer als die Chancen, die langfristig sich nach oben bieten. Und so versuche ich halt immer, teure Sachen zu verkaufen und günstige Sachen zu kaufen. Um mal weitere Beispiele zu nennen unten, das sind alles Werte in meinem Depot außer Unilever. Das sind jetzt zum Beispiel zwei Werte, die ich näher beobachte. Die würde ich gerne kaufen. Die sind für mich einfach im Moment langfristig gesehen auf einem Niveau, wo ich dann mal wieder zuschlagen würde. Und die anderen beiden stehen bei mir auf der Watchlist. Da möchte ich einfach raus. Also wer sich Target den Chart mal anschaut, die habe ich gekauft für $45 irgendwann mal. Da hatten die einen Kreditkartenskandal. Ich habe die jetzt auch schon so viele Jahre im Depot und die sind auch Gewinner der Krise, genauso wie UPS. Da sieht man schon die erwarteten Geschäftszahlen für die nächsten 3 Jahre. Das ist alles im Kurs schon eingepreist. Also da frage ich mich, wie weit sollen denn diese Werte noch steigen? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs seitwärts läuft oder sogar absinkt, ist einfach gegeben. Und da cashe ich dann lieber aus und suche mir einfach wieder günstige Werte. Okay, das heißt also, du bist jetzt nicht der klassische, sagt Buy and Hold Forever. Das sind ja auch viele Anleger, die sagen, oder was heißt viele, das hört man immer wieder, ich kaufe nur Aktien, von denen ich auf mein Leben lang nicht verzichten möchte. Du sagst ganz klar, du kaufst sie und wenn sie wirklich so weit ausgebaut sind, dass du sagst, Aktien mehr steigen können die eigentlich nicht mehr, dann bist du auch quasi nicht zu fein, mal zu verkaufen. Das ist aber letztes Jahr recht selten geschehen, wie wir vorgesehen haben, im Vergleich zu den Käufen. Eine Frage, die jetzt interessant ist, die jetzt vielleicht auch irgendwann in den Kommentaren kommt. Ja Mensch, aber dann verpasst du ja die ganzen Amazons und Teslas dieser Welt. Ist es nicht total doof? Da verlierst du ja voll Performance. Welches Statement hättest du zu so einer Aussage, wenn man sagt, Dividendenaktien, ja, hat mein Papa auch gemacht. Ist es heute noch zeitgemäß? Was meinst du? Also für mich ist es die Ertragsstrategie schlechthin. Ich habe, wie gesagt, keine Teslas und so weiter, Amazon, Google im Depot, weil sie halt keine Dividenden ausschütten und Wachstum ist endlich. Also ich habe lieber eine gemütliche 8% Dividendensteigerung pro Jahr und kaufe eben in einem temporären Tief eine Aktie, als dass ich jetzt auf eine Wachstumsstory setze, die 20 Jahre geht und nach 3 Jahren in sich zusammenfällt. Ja, also die meisten Leute rennen ja solchen Kursen auch nur hinterher, ja. Und was machen sie denn, wenn sie Erträge brauchen? Dann müssen sie halt ihre Shares verkaufen, um Cash zu haben. Also das löse ich dann eben über dieses scheibchenweise Dividende ausschütten. Und ja, also Schuster, bleib bei deinen Leisten, du weißt ja selber, wenn du keine Ahnung hast von Krypto, dann mach das auch nicht. Und bei mir ist es halt so, ich kann Wachstumswerte einfach schlecht einschätzen. Das sind oft Ideen, Fantasien, also wenn jeden Tag neue Säue durchs Dorf getrieben. Das ist für mich echt schwierig, da ewig dran zu glauben und irgendwas zu reiten oder so. Weil aus solchen Aktien werden ja irgendwann auch mal reife Aktien. Man sieht es ja bei Apple, da hätte man nie zugetraut, dass sie Dividende zahlen. Also das heißt jetzt auch für dich, das heißt jetzt also nicht für dich, ich lasse die Finger komplett davon, sondern du wartest, bis einfach die Firma die Erwartung auch wirklich trifft. Und die Erwartungen sind halt jetzt im Preis sehr hoch eingepreist. Wenn man sagt, ja, die Erwartungen sind jetzt da und die sind jetzt so weit, dass sie nicht nur an Umsatzsteigerungen immer mehr gewinnen, sondern auch die Gewinne größer werden und die Gewinne auch mal ausgeschüttet werden. Das heißt, dann könnten solche Tech-Werte, ich habe gerade Beispiel Apple genannt, irgendwann natürlich auch mal für dich ins Target fallen, oder? Ja, natürlich. Also ich brauche natürlich auch eine gewisse Historie, sage ich mal, um zu gucken, wie haben sie sich in Krisen verhalten. Guck dir Unilever an, da kannst du einfach viele, viele Jahre, Jahrzehnte zurückschauen. Wenn jetzt Amazon morgen beginnt mit einer Dividende oder Apple hat ja auch begonnen mit einer ganz schwachen Dividendenzahlung, schwierig da jetzt gleich drauf zu springen. Aber ja, klar, spätestens dann würden sie erstmal in mein Raster fallen, ja. Zu deinem Raster. Jetzt bin ich nämlich ganz gespannt, vor allem auch die Zuschauer wahrscheinlich. Du hast ja schon gesagt, du hast Einschätzungen, du hast Potenzialanalysen, du überlegst dir ganz grob, wo müsste die Aktie denn hingehen. Zum einen hast du mal dazu was geschickt, wo du momentan die einzelnen Positionen siehst und was du eigentlich erwartest. Aber noch viel wichtiger ist vielleicht auch, wie gehst du denn in diese Potenzialanalyse ran? Also was ist die Grundlage davon, um zu sagen, ich bin eigentlich der Meinung, dass zum Beispiel Öl und Energie noch ein Potenzial zum Vergleich vor Corona zum Beispiel von über 40% hat oder dass Logistik eigentlich, weil, da kann ich es mir vorstellen, die sind extrem gut gelaufen wegen eben Corona, dass sie jetzt sogar schon 10% über sind. Also gehst du einfach jede einzelne Branche durch, guckst das Gesamtumfeld an, hast du da gewisse Zahlen, wie kommst du auf diese Zahlen und wie setzt du die ein? Ja, natürlich. Da, bitteschön. Genau, also hier ist eine ganz einfache Rechnung gemacht. Ich gucke mir zum Beispiel meine UPS-Aktien an und sage, wo standen die denn vor Corona?
Weil ich gehe davon aus, wenn diese Krise irgendwie jetzt mal vorbei ist, auch wenn es jetzt ein Jahr dauert oder noch ein halbes Jahr, wir müssen ja, die Menschheit ist ja immer so gepolt, immer zurück zur Normalität, immer zurück zum Wachstum und alles muss weitergehen. Wir überwinden jede Krise. Das heißt, meine Basis ist erstmal vor Corona-Niveau, wo die Welt noch in Ordnung war. Und dann siehst du die Branchen bei mir, 10% minus Logistik bedeutet, dass meine Logistikaktien bereits 10% über dem Corona, vor Corona-Hoch, Entschuldigung, stehen. Das ist Deutsche Post, UPS und so weiter. Und andere Werte, wie Öl zum Beispiel, die haben jetzt noch 44% Potenzial, nur um dahin zu gehen, wo sie vor Corona waren. Und du siehst, fast mein gesamtes Depot, bis auf Edelmetalle, die haben sich natürlich gut entwickelt, Rohstoffe auch, was haben wir noch, Industrie ist nur nicht so groß. Also mein gesamtes Depot hat noch enormes Potenzial, um auf die alten Hochs zu kommen. So, und der DAX steht ja jetzt schon wieder am Allzeithoch. Das heißt, der DAX tut sich natürlich schwer, dort neue Höhen, sage ich mal, in Angriff zu nehmen, wo mein Depot durchaus noch Potenzial hat. Und bei mir im Depot ist alles entscheidend, wann gehen die Lockdowns zurück, wann geht die Gesellschaft zurück in die Normalität. Und also 44% bei Öl, das ist bei mir eine hochgewichtete Rubrik, da geht ordentlich was. Das heißt, ich erziele jetzt in der Erholungsphase die Überperformance, die vielleicht im letzten Jahr aufgrund Touristik und Öleinbruch eben nicht funktioniert hat. Aber im Durchschnitt über die gesamten Jahre fahre ich damit ganz gut. Ja? Also solange ich noch Potenzial habe im Depot, bin ich zufrieden. Nimmst du als Analyse auch andere Marktgegebenheiten hin? Ich bleibe jetzt gerade mal bei Öl. Man hört immer wieder Wasserstoff, E-Mobilität. Das vielleicht auch insgesamt, ja, vor Corona war Öl wesentlich stärker gewichtet, aber vielleicht kommen wir nach Corona raus, ich hoffe, wir kommen früher raus, und stellen fest, wir brauchen auch nie wieder so viel Öl, weil vielleicht ein Großteil jetzt durch neue Möglichkeiten abgedeckt wird. Also gehst du nur rein, vor Corona, nach Corona, oder gehst du auch so ein bisschen auf Gesamtumfeld, passt das jetzt? Vielleicht hat sich auch die Logistik einfach insgesamt nach Corona stärker aufgestellt, weil viele, die davor den Versandhandel ja nur so teilweise genutzt haben, haben jetzt gemerkt, ach, ist doch ganz praktisch, vielleicht nutze ich das weiterhin. Oder sagst du erstmal, das ist viel zu viel, wenn, dann vielleicht, ich gehe erstmal nach nackten Zahlen. Also ich betrachte jede einzelne Aktie für sich. Also ich maße mir jetzt nicht an, bei UPS zu sagen, bei der Krise könnten sie das und das besser machen. Da arbeiten so viele Millionen, Tausende von Menschen, die arbeiten rund um die Uhr auf allen Kontinenten und unter anderem auch für mich. Und deswegen gehe ich davon aus, die machen genau das, was sie am besten können. Und da vertraue ich einfach drauf. Aber jede einzelne Aktie, wenn man sich die Bewertungskennziffern angucken, hat einfach irgendwann Niveaus erreicht. Target zum Beispiel hat Niveaus erreicht, die hat sie zuletzt 1980 gehabt. Jetzt kann man darüber streiten, werden sie die nochmal weiter ausbauen. Das kann sein, dass die Aktie nochmal 10, 15 Dollar zulegt. Aber das ist marginale Möglichkeiten, die da noch sind, für mich, aus meiner Situation. Für mich ist es einfach realistischer zu sagen, okay, dieses Niveau erreicht sie halt alle paar Jahre, alle paar Jahrzehnte mal. Da will ich einfach mal einen Stopp in meinen Aktien wissen. Und wenn die dann runtergeht, dann bin ich raus. Und ansonsten, diese Übersicht habe ich jetzt wirklich nur für das Webinar gesetzt. Ich habe wirklich den Blick auf jede einzelne Aktie. Also es kann sein, dass in der Rubrik Logistik zum Beispiel UPS bei mir schon teuer ist und die Deutsche Post aber noch nicht. Da fehlt noch was. Und dann lasse ich die Deutsche Post links liegen, da warte ich dann einfach drauf. Und bei UPS, da gucke ich mir mal genauer den Chart an. Ob die bei 170 Dollar vielleicht doch nochmal ausbricht. Und dann würde ich da in der Tat mit einem Stopp reingehen. So, vielleicht an alle, die dann immer wieder ganz gern mal mehr zu einzelnen Werten wissen würden, was du so im Depot hast. Also wir wollen ja heute etwas gröber über das ganze Thema drüber gehen, aber auf deinem Blog gehst du ja auch sehr detailliert und sehr offen auch mit einzelnen Werten um. Also wer da genaues zu einzelnen Werten wissen will, außer die Alex gerade angesprochen hat, einfach mal bei erreichmitplan.de nachschauen. Ich erlaube mir einfach mal, da ein bisschen Werbung für dich zu machen. Das hast du damit nicht verdient. Und da müssen wir jetzt auch nicht so jeden Einzelnen in einer Position durchkauen, sondern wir wollen ja so stärker auf die Gesamtentwicklung eingehen. Und da würde ich jetzt auch gleich mal... Ja, genau, das ist ja auch oft so, wir reden über eine Aktie, wir nehmen jetzt mal das Beispiel McDonald's, dann bin ich wie andere auch der Meinung, ist echt ein gutes Unternehmen, was die alles machen, bla 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 und perfekt. Aber der Unterschied bei mir ist, ich kaufe sie jetzt nicht. Verstehst? Und andere sagen genau das Gleiche, geiles Unternehmen, viele Jahre und jeder kennt es, größte Brand der Welt, aber ich kaufe sie heute. Für mich teuer und ich kaufe sie nicht, weil sie eben teuer ist. Und andere kaufen sie, weil sie teuer ist. Und das ist der Unterschied. Da muss man unterscheiden, ja, ich sehe bestimmte Werte als wirklich qualitativ an, aber sie sind teuer. Und wenn du in den Supermarkt gehst und dann steht da, keine Ahnung, eine Dose Mais gibt es zum Preis von 3 Dosen, dann kauft man das ja eigentlich nicht. Umgekehrt ist, du kaufst 3 Dosen zum Preis von 1. Und das versuche ich halt an der Börse auch umzusetzen. Das machen meines Erachtens
oft nicht viele. Und das ist halt ja auch die Erklärung, dass es halt oft nichts bringt, einfach mal eine Übersicht von Wertpapieren zu zeigen und sagen, da macht es nach. Sondern es kommt darauf an, was wollt ihr damit? Wollt ihr eher auf Dividendentitel setzen oder wollt ihr halt die jetzt schon sehr hoch gehandelten Aktien weiter hypen? Das kann auch eine gute Strategie sein, wenn man halt rechtzeitig erkennt, macht es noch weiter Sinn vielleicht. Und darum soll es ein Einzelwert mal gewesen sein. Was ich da aber interessant finde, dass wir mal sagen, na gut, wie fährst du denn aber mit der Strategie? Wie lief es denn, wenn du dann sagst, du möchtest Dividenden haben? Ja, dann zeig doch mal Hosen runter. Wie lief es denn mit dem Dividendenwachstum? Und wenn ich jetzt mal die Grafik anschaue, genau, ja, ganz ordentlich. Also das ist mein Dividendenwachstum und unten drunter stehen so eine kleinen Buchstaben V, KK. V heißt bei mir Verkaufsphase. In dem Jahr war der Markt für mich teuer. Das heißt, ich habe dort eher Werte verkauft und nichts gekauft. Und in den Jahren, wo ein K steht, das waren für mich Käuferjahre, auch in gewissen Zeitfenstern, zum Beispiel 2016 war es am Anfang des Jahres, 2018 am Ende des Jahres. Das sind die Märkte, wo ich nichts verkaufe, sondern nur kaufe. Und ja, am Anfang ist es ja so, 2012 habe ich aus dem normalen, wie ich früher Geld angelegt habe, irgendwie mal rein, was ich so gehört habe, aus irgendwelchen Zeitschriften, kommen die Aktien, nimmst du einfach mit, weil alle das machen. Und habe dann irgendwann angefangen, mit meiner Strategie anzufangen, mit der Dividendenstrategie. Und habe dann begonnen, mein gesamtes Kapital sukzessive umzuschichten. Deswegen habe ich natürlich 2013 und 2014 enorme Zuwächse beim Dividendenwachstum. Die kann man als nicht so relevant betrachten. Da ging es ja alles los. Klar, wenn du neu umschichtest, dann hast du erstmal neue Erträge. Dann im Jahr 2015 ging ja mein Dividendenalarm, also mein Service, meine Strategie online. Und seit dem Jahr tracke ich praktisch das, was ich an Rendite erziele und vergleiche mich auch mit verschiedenen Indizes. Und durch das Verkaufsjahr wirkt sich das immer erst im Folgejahr aus. Ne? Wenn ich 2015 nichts gekauft habe und eher verkauft habe, habe ich im Jahr 2016 nur organisches Wachstum von, was war das, plus 9%, also kaum geringes Dividendenwachstum. Ja, im Jahr 2016 war dann bei mir eine Kaufphase. Ich habe also massiv investiert, alles, was da ist, Haus und Hof verkauft und alles investiert. Das sind für mich eher die seltenen Marktphasen. Deswegen habe ich im Folgejahr dann 52% mehr an Dividendenertrag netto erhalten. Im Jahr 2017 war nichts, neutrale Phase. Es gab keine gesonderte Kaufphase, keine Verkaufsphase. Also vielleicht habe ich einzelne Werte mal gekauft, so aus der Reihe. Plus 13% gab es dann im nächsten Jahr dazu. Und das Jahr 2018 war mit das wichtigste Jahr. Wir haben ja Deutschland verlassen. Das heißt, meine Frau hat noch eine Abfindung gekriegt. Ich habe im Frühjahr alle meine Dividenden-ETFs verkauft, weil ich habe dann wirklich gemerkt, das, was ich hier mache mit meinem Dividendenalarm, bringt eine Überrendite. Das heißt, warum soll ich in ETFs investieren, die mir nur ein Drittel oder die Hälfte an Rendite erzielen, als wenn ich das Geld selber investiere in Einzelwerte? Also habe ich alle ETFs verkauft, habe auch seit Anfang 2016 zwei ganze Jahre nichts, oder fast drei, 16, 17 und es fast das ganze 18, sagen wir mal zweieinhalb Jahre nichts investiert. Und da hat sich so viel Cash angesammelt, dass ich 50% Cash hatte. Und dann natürlich schon da gesessen habe und dachte, oh, können wir nicht endlich mal. Und dann kam Donald Trump, Handelskrieg zu Weihnachten. Das war wie ein Weihnachtsgeschenk. Und ja, 2019 hat sich natürlich dann entsprechend mein Dividendenwachstum enorm gesteigert. Wenn du so massiv dann investierst, rechnet sich das einfach. Ja, 2019 wissen wir ja alle, da war auch nicht viel los. Und 2020 sind natürlich die Erträge durch die Corona-Krise eingebrochen. Da bin ich eigentlich selber überrascht gewesen, dass es nur minus 12% sind. Wenig, ja. Das liegt auch daran, dass ich noch die TUI-Dividende bekommen habe, bevor TUI abgestürzt ist. Und ja, wenn man die noch mit einrechnet, wäre es ein bisschen mehr gewesen. Die fehlt mir ja in diesem Jahr. Aber trotzdem, durch die 37 Zukäufe im letzten Jahr, rechne ich in diesem Jahr wieder 2021 ein Niveau, was knapp über den von 2019 liegt. Also müssten es vielleicht wieder, keine Ahnung, muss man sich mal ausrechnen, wie Prozente sind, aber über den blauen Balken von 2019 werde ich dieses Jahr wohl wieder hinauslaufen durch die Käufe und inklusive der Kürzungen und Streichungen. Wenn wir jetzt mal uns die Performance anschauen, die erste Frage, inwieweit hast du deine Dividenden hier bei der Performance mit berücksichtigt? Vergleichst dich ja mit dem DAX, also müsst ihr auch dann mit drin sein? Also die Dividenden sind ja auch... Also was da drin ist, ist genau wie beim DAX die Dividenden, weil ich schöpfe die A nicht ab und ich in meinem Protokoll praktisch, wo ich das alles drin habe, ist das auch ganz normal alles mit aufgelistet. Was wollte ich jetzt sagen? Also Dividenden sind drin. Achso, Einzahlungen und Ausschüttungen, das rechne ich zum Beispiel raus. Also wenn ich jetzt aus dem Business hier ein Buch verkauft habe und dann 4 Euro Sparquote in mein Vermögen pumpe, dann rechne ich das immer raus.
Und klar, ich mache das jetzt nicht mit Portfolio Performance, ich habe das einfach über Excel. Und wenn hier steht 12,1% pro Jahr im Schnitt, dann bedeutet es einfach, dass ich mit einem Zinsrechner ausgerechnet habe, als Beispiel, du hast 100.000 Start gehabt und am Ende des Jahres 12% mehr, also 112.000, dann hat mir dieser Rechner halt ausgerechnet, wie viel Prozent es sind, so ungefähr habe ich es ermittelt und genau so habe ich es auch beim DAX ermittelt. Und ja, im Grunde ist es mir wichtig, immer über dem Benchmark zu sein. Also wenn ich jetzt 7,8 gehabt hätte, wäre ich auch zufrieden gewesen. Und wenn Corona nicht gewesen wäre, du siehst ja, es ist das einzigste Jahr, wo ich da mal eingebrochen bin, was eben an TUI oder an den Tourismuswerten waren. Das sind unter anderem die, die ich auch verkauft habe letztes Jahr. Und an Öl. Öl war ja auch gar nichts mehr wert. Das war hochgewichtet bei mir. Das hat bei mir natürlich ordentlich ins Depot gehauen. Aber wenn es nicht gewesen wäre, sondern nur so ein durchschnittliches Jahr, dann wäre ich bei 15% im Schnitt pro Jahr. Und das mache ich eigentlich immer so. Das ist so nicht mein Ziel, aber wenn ich das habe, dann bin ich zufrieden. Gut. Ich glaube, es ist ja auch wichtig, das haben wir auch schon mal angesprochen, wenn man irgendwie sich die Mühe macht, manuell eingreift, da ist es natürlich auch ganz wichtig für alle Zuschauer draußen, dass man einfach auch mal vergleicht, macht sich der Aufwand bezahlt? Und wenn ich das, was ich hier mit, du hast gesagt, einmal die Woche schaust du die ganze Geschichte an und überlegst, was du machen sollst, wenn du damit aber den DAX nicht outperformst oder den MSCI World, was auch immer, dann musst du dich halt ehrlicherweise überlegen, das kann mal ein Jahr, kann ich mal drunter liegen oder mal zwei, aber wenn es aber einen längeren Zeitraum ich immer wieder feststelle, ich schaffe es nicht, den Benchmark zu schlagen und investiere jeden Tag, jede Woche einmal zwei Stunden, drei Stunden dafür, dann müsst ihr mal zusammenrechnen, ich habe einen Minusstundenlohn. Gut, wenn ihr meint, es wäre ein Hobby und ihr macht es trotzdem gerne, dann zahlt ihr für das Hobby halt Geld, aber ob das beim Geldanlegen der richtige Ansatz ist, das muss jeder sich selber überlegen. Du hast noch ein schönes Beispiel auch mitgebracht, dass man einfach mal ein bisschen ins Detail sehen kann, wie das im Vergleich zum DAX gelaufen ist. Nicht erschrecken, ich verschiebe dich wieder ein bisschen, dass man mehr von dem Bild sieht. Wir machen es am besten. Ja, da habe ich einfach mal so getan, als ob man am Anfang 10.000 Euro investiert hätte und dann sieht man halt, was draus geworden wäre. Also eine Outperformance von knapp 5.000 Euro auf Blick von 1, 2, 3, 5, 6 Jahren. Am Endeffekt kann ich mir ein schlechtes Jahr wie letztes Jahr leisten mit minus 13 und der DAX hat plus 2 gemacht. Dafür habe ich in 2019 doppelt so viel Performance gemacht und ja, unterm Strich rechnet sich. Also siehst du auch 2018 war das Spiel umgekehrt, da war der DAX schlecht, da lief mein Depot gut. Also ich bin grundsätzlich zufrieden und die 15% im Schnitt, außer ohne den Corona-Jahr, das ist für mich schon wirklich eine Hausnummer. Natürlich kann man mit rumhasseln, irgendwie noch mehr erreichen, traden und so weiter. Aber die meisten, die mit mir so in Kontakt treten, meine Leser, meine Mitglieder, da treffe ich eher Leute, die sagen, also wenn ich es getrackt habe, dann liege ich eigentlich unter dem, was der DAX im Schnitt schafft. Und da ist eigentlich der Ansatz. Es geht gar nicht darum, das zu schaffen, was ich zu schaffen habe, sondern man sollte zumindest erstmal an die Rendite, die Durchschnittsrendite des Marktes kommen. Und da muss jeder, zu, wie du schon sagst, ehrlich zu sich sein. Lohnt der ganze Aufwand, dieses ganze Zeitung lesen, irgendwelchen Redaktionen, irgendwelchen Aktien hinterherlaufen, weißt du, die ganzen Hype-Aktien bei Social Media. Wenn das keinen Sinn ergibt in der Gesamtperformance, dann sollte man sich wirklich was überlegen und sagen, okay, ich muss jetzt mal was anders machen. Und zum Vergleich hast du jetzt auch noch ein paar breitere ETFs und Investmentmöglichkeiten mitgebracht, weil ich glaube, jemand, der sich für eine Dividendenstrategie interessiert, der wird sich hier in dem Bereich wahrscheinlich auch beschäftigen und vielleicht kann man den einen oder anderen, ich meine, man muss ja nicht komplett sofort sagen, ich verkaufe all meine ETFs mit Dividendenstrategie, sondern man kann ja auch überlegen, ob man stückchenweise vielleicht mal umschichten möchte, wenn man sich zutraut und hier mal einen Vergleich, wie so diese bekannteren Dividenden-ETFs gelaufen sind. Ich finde da auch, jetzt könnt ihr raten, einen davon habe ich bei mir auch im Depot, so, das verrate ich jetzt mal. Das ist doch gut. Also ich war selbst überrascht, dass der DK DAX Plus so gut im Verhältnis abgeschlossen hat, weil er ist eigentlich bekannt für seine schlechte Dividendenauswahl und für seine schlechte Performance. Aber offenbar in den letzten 5 Jahren zumindest hat es für 6,1% pro Jahr gereicht. Also da war ich überrascht. Beim DWS Top-Dividende bin ich natürlich nicht überrascht, den beobachte ich schon länger. Den haben wirklich sehr viele im Depot, ist ja wirklich ein Schlachtschiff. Aktiv gemanagter Fonds, ist jetzt kein ETF, aber ich trotzdem mit aufgenommen. Also da muss ich schon sagen, da hätte auch ein DAX-Zertifikat oder irgendein ETF auf dem DAX einfach ausgereicht. Das Problem ist halt beim DAX, man kriegt halt keine Dividendenausschüttung. Ja? Deswegen wäre alternativ der Vergleich mit Dividenden-ETFs gegeben, wenn man sagt, möchte ich Einzelwerte-Dividende so wie ich kaufen, oder lege ich das ganze Geld ohne Aufwand in Sparplänen und einfach irgendwo rein in ETFs mit auf dividendenbasierten Strategien, dann wäre das das Ergebnis. Und mit der Erkenntnis bin ich eben dazu gekommen und habe meine gesamten ETFs 2018 verkauft. Das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Also
da viel Geld sofort. Da waren 15 oder 16% hatte ich da drin. Vor allem, wenn man überlegt, der Top-Dividend, den du angesprochen hast, ist ein aktiv gemanagter Fonds, wahrscheinlich 5% Ausgabeaufschlag. Die hast du dann in 5 Jahren noch gar nicht mal drin. Also müsste man nochmal quasi 1% eigentlich abrechnen. Und jährlich eine, ich hoffe, die ist zumindest mal mit berücksichtigt bei dir, die jährliche Gebühr, die auch nochmal anfällt. Also das sind auch alles so Dinge. Aktive Fonds haben definitiv eine Daseinsberechtigung bei, ich sag mal, noch nicht voll erschlossenen Märkten. Ich zitiere mal ganz gern Albert Warnecke, den Finanzvisier, dann irgendwie den burmesischen Wasserbüffelindex irgendwo heranzieht. Da kann man definitiv einen aktiv gemanagten Fonds, aber für so breit aufgestellte Themen wie Dividende muss halt jeder überlegen, macht Sinn. Und jetzt tut mir leid, ich muss es tun. Kurze Werbung für uns, ich gebe es zurück. Wenn ihr nämlich so einen ETF, so einen Fonds aktiv wirklich kaufen wollt, macht es über die Börse, macht es über uns, da spart ihr nämlich einen Ausgabeaufschlag. Anstatt 5% ist so ein normaler Spread, der wesentlich geringer ist, einfach bei der Bank sagen, den ETF oder den, Entschuldigung, den Fonds, aktiven Fonds bei der Börse kaufen, wird es nämlich um einiges günstiger. Oder ihr guckt beim Alex vorbei und überlegt euch, wie ihr das Ganze vielleicht auch selber machen könnt. Genau, also die Zahlen übrigens habe ich von der Webseite Just ETF. Da kann man sich die Performance inklusive der Ausschüttungen und Gebühren anzeigen lassen. Und deswegen kann man sagen, beim Top-Dividende-ETF ist, glaube ich, das halt, was unterm Strich übrig geblieben ist halt. Dann ist der Ausgabeaufschlag schon abgerechnet. Okay, perfekt. Ja, genau. So, dann hast du jetzt noch was mitgebracht, so deine 3 Stufen zur Aktienauswahl. Ich habe ja vorher schon gesagt, du hast ja Prioritäten unter und auch Übergewichtung angesprochen. Es wäre natürlich auch interessant zu sehen, wie kommst du so ein bisschen an die Zahlen? Ich glaube, da muss natürlich jeder sich selber so ein bisschen eine Meinung bilden, weil jeder hat vielleicht andere Aussagen, das finde ich untergewichtet, übergewichtet. Nur in nackten Zahlen kann man es nicht machen. Ich glaube, häufig ist auch das Management und das Management im Umgang in schlechten Zeiten entscheidend. Das kann man schwer in Zahlen fassen. Aber du hast mal diese 3 Punkte von deiner Seite aus mitgebracht. Genau, also bei mir ist es ja so, ich habe, wenn ich sage, ich habe eine Dividendenstrategie, dann meine ich eine gewisse Vorgehensweise. Das heißt, ich kaufe nicht einfach nur Dividendenaktien. Das ist, was viele oft sagen, ja, ich mache Dividendenstrategie. Und dann fragst du, okay, wie sieht die Strategie aus? Ja, ich kaufe Dividendenaktien. Und das ist ja noch lange keine Strategie, sondern eine Strategie ist eine Methode, eine Vorgehensweise, wo man sagt A, B und C und dann landet eine Aktie bei mir im Depot. Und bei mir gibt es ein 3-Stufen-System. Das erste, dann kann ich schnell selektieren, ist das eine Aktie, die für mich überhaupt in Frage kommt, wie zum Beispiel Gazprom kommt für mich nicht in Frage. Ich mag keine politisch unstabilen Länder in meinem Depot haben oder Unternehmen, die keine Dividende zahlen oder was haben wir noch, hohe Quellensteuern, also die nicht angerechnet werden zum Beispiel. Das sind so Sachen, die fliegen bei mir gleich raus. Ich habe keine Lust, da ewig den Quellensteuern hinterher zu laufen. Schränke ich mich sicherlich ein, aber du siehst ja, das schadet meiner Performance ja trotzdem nicht. Die im ersten Step übrig bleiben, kommen in den zweiten Step. Da fange ich dann an, mich erstmal einzulesen. Was ist da los? Gibt es da Probleme? Ist es soweit alles in Ordnung? Kennzahlen, News, Analystenmeldungen, einfach mal sich ein Bild machen und sagen, okay, die Verschuldung ist zwar hoch, aber die Cashflows steigen. Und wenn man da so ein Gefühl für bekommen hat, dann kann man sagen, okay, ich nehme sie trotzdem ins Depot oder es ist soweit alles in Ordnung. Dann gehe ich zu Stufe 3. Und Stufe 3 ist dann praktisch das finale Doing. Wann nehme ich sie ins Depot? Da hatte ich ja vorhin schon gesprochen. McDonald's mag gut sein, die beste Burgerkette der Welt. Aber ist es das wichtig, dass ich sie heute kaufe? Oder komme ich zu dem Entschluss, nee, also heute oder in den nächsten Wochen ist es noch kein Investment, sondern ich warte auf ein gewisses Kursniveau. Ich suche mir im Chart irgendwelche Kursranges, wenn eine Aktie zwischen 50 und 40 Dollar hin und her schwankt, dann warte ich auf die 40 Dollar. Also ich habe da echt Zeit und Geduld und das mache ich beim dritten Schritt. Und so kann ich oben alle Aktien reinwerfen in dieses Handout und unten landen halt welche dann im Depot oder auch nicht. Also hier nochmal das Ganze im feineren, gegliederten Struktur. Du hast ja einen Kurzlink mitgebracht, den packen wir unten das Video auch dazu, wo sich einfach die Zuschauer diese einzelnen Punkte mal reinnehmen. Da habe ich praktisch diese ganze Stufe alle mal aufgelistet, was ich wann wie mache. Und wer sagt, er möchte eine gewisse Strategie verfolgen, der braucht mit mir überhaupt nichts machen. Aber man kann sich anhand dieses Handouts eine eigene Liste erstellen, wann teste ich was und warum. Und immer, wenn man dann eine Aktie kauft, dann geht man das durch und entweder wird oben ausselektiert oder die Fakten wurden geprüft und für positiv befunden. Und man kommt dann ins Doing und kann ganz alleine, ohne fremde Hilfe, ohne irgendwelche Zeitschriften, Social Media und, selbstständig Aktien nach einem gewissen System kaufen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine Strategie, die sich während des Jahres 5-mal verändert und man nachher nicht weiß, warum man jetzt eigentlich Gewinn oder Verlust gemacht hat, ist wenig bis gar nichts wert. Und eine fremde Strategie kann euch dazu dienen,
Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Da könnte ich mitmachen. Sie kann sagen, nee, funktioniert für mich überhaupt nicht. Ihr könnt sie eins zu eins kopieren. Ihr könnt sie teilweise abnehmen. Aber am besten ist es wirklich, schaut euch verschiedene Strategien an. Ein bisschen versuchen wir es auch mit der Videoreihe zu machen. Und schreibt euch wirklich, am besten sogar nicht digital, sondern ganz altmodisch hier mit so einem Blatt Papier und einem Stift mal auf, damit im Nachhinein wirklich die Strategie auch feststeht und sie nicht einfach mit Delete und Überschreiben jedes Mal geändert wird. Und wenn ihr dann irgendwann merkt, die Strategie passt nicht ganz, dann geht sie bewusst neu an und ändert sie bewusst ab und hüpft nicht von einer Strategie zur nächsten. Ich glaube, damit habt ihr wahrscheinlich langfristig mehr Erfolg. Erstmal mehr Arbeit, die Strategie entwickeln, das ganze Raster, dass man oben sieben kann, unten kommen die richtigen Aktien raus. Aber dann wisst ihr am Schluss auch wirklich, warum das Ganze funktioniert hat. Und meine Strategie kann für mich funktionieren, für euch überhaupt nicht. Und da einfach mal zwischen den Zeilen sich das rausnehmen, was für euch wichtig ist. So, man sieht es, bei dir ist schon ganz schön dunkel geworden. Also in den Tropen ist ja ratzfatz von hell auf dunkel. Ich glaube, jetzt sieht man schon eine beleuchtete Skyline neben in der, oder? Ja, schauen wir mal. Ja, geht noch. Ja, die Lichter sind schon mal an. Wir sind jetzt auch nämlich im Großen und Ganzen am Ende des heutigen Videos. Von meiner Seite aus auf jeden Fall vielen, vielen Dank für dich oder an dich. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, soll also heißen. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, wenn wir Alex öfter mal einladen sollen, wie gesagt, ist jetzt nicht derjenige, der einfach irgendwelchen Hightech-Werten hinterher rennt und genau das sein Wohl sucht, sondern vielleicht ein Thema, das vielen noch altmodisch erscheint, wo man auch sagen muss, dass langfristig definitiv gut funktionieren kann. Und einfach auch zu sagen, viele, die jetzt vielleicht eher da sind mit 45 in meinem Alter, solange sie sich überlegen, wie lange investiere ich und wann entspare ich. Die müssen sich ja irgendwann überlegen, wie entspare ich, wie komme ich wieder an mein Geld ran. Und wenn man vornherein schon die Dividendenstrategie fahren hat, dann muss man sich die gar nicht die große Überlegung machen, denn die Dividenden laufen einfach weiterhin. Ich würde sagen, die letzten Worte überlasse ich dir, Alex. Vielen Dank von meiner Seite aus. Mach's gut in Thailand, bleib gesund. Ja, ich danke euch für konstruktive Kritik oder Meinungen. Könnt ihr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten stehe ich für alle Fragen offen. Und ich bin ja auch schon so alt wie Richie und deswegen verfolgen wir eben diese Das heißt, du auch schon so alt. Hallo? Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke für die Ciao. Einladung. Macht's gut.